Herzlich willkommen zum Tech Talk von O2 Telefonica. Mein Name ist Katrin Cecil Ziegler. Ich begrüße Sie und euch heute zu einem ganz spannenden Thema. Es geht nämlich um digitale Städte, sogenannte Smart Cities. Und sie spielen eine ganz wichtige Rolle auf dem Weg in ein klimaneutrales und auch zukunftsfähiges Deutschland. Nämlich zum Beispiel den optimierten Ressourcenverbrauch, aber auch klimaschonende Mobilität, digitale Stadtverwaltung und nicht zuletzt eben auch eine bessere Lebensqualität für uns alle. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen braucht es, um solche Städte zu entwickeln? Welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Welche Rolle auch die Politik? Was muss sie für Voraussetzungen bieten? Und darüber wollen wir heute diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Sie als Talkgast gewinnen konnten. Dr. Florian Bieberbach, CEO der Stadtwerke München. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Danke für die Einladung. Und natürlich begrüße ich auch Markus Haas, Gastgeber des Tech Talks und CEO von O2 Telefonica. Florian, München hat 2023 beim Smart City Index des Branchenverbands Bitkom den ersten Platz belegt. Gratulation auch dazu. Jetzt natürlich als Insider der Stadt München. Was ist dein Lieblings-App, dein digitales Tool, wo du sagst, das ist richtig hilfreich für die Smart City-Anwendungen? Also wenn ich die Bürgerinnen und Bürger frage, dann sagen die ganz klar, die Handy-Parken-App, die wir vor einigen Jahren auf den Markt gebracht haben, ist der Favorit. Die ist wirklich unsere erfolgreichste App. Ich selber fahre nicht so viel Auto. Also mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die nagelneue München-App, die letztes Jahr auf den Markt gekommen ist, die Freizeitangebote und Ticketing umfasst. Okay, also bekommt man da gute Nachrichten und Informationen dazu. Dankeschön. Markus, du lebst und arbeitest ja in der Stadt München. Deswegen auch hier als Insider. Gibt es für dich auch ein digitales Tool oder eine App, die also dich begeistert? Die Handy-Parken-App ist für einen E-Autofahrer wie mich ganz weit vorne, weil es kostenlos ist, Parken in München. Aber natürlich auch der gesamte öffentliche Nahverkehr ist wichtig. Meine Kinder nutzen die tagtäglich. Also wir sind ja ganz weit vorne und sind aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Die Stadtwerke München werden hier SWM einfach nur genannt, hat man mir gesagt. Und sie sorgen unter anderem natürlich für die Energieversorgung und auch die Wasserversorgung. Aber ihr kümmert euch um noch viel mehr. Es geht um das Netzmanagement der Energie- und Wassernetze. Und ihr kümmert euch auch um den öffentlichen Personennahverkehr, über die Mobilitätstochter MVG. Und ihr baut auch die Glasinfrastruktur aus. Also das sind alles wichtige Komponenten für eine digitale Stadt. Wie groß ist denn aus deiner Sicht wirklich der Beitrag, auch den die SWM hier leistet und leisten muss? Ja, ich hoffe, sagen zu können, dass der Beitrag wichtig ist und groß ist, müssen natürlich am Ende andere beurteilen. Aber wir arbeiten ja tatsächlich auf verschiedenen Ebenen an der Digitalisierung dieser Stadt. Das eine sind die Apps, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar sehen. Aber dahinter kommen natürlich die ganz großen sogenannten Smart City Systeme im Backend sozusagen. Also die Systeme, die unsere Kraftwerke steuern, die unsere Netze steuern, mit denen wir den Verkehr steuern und so weiter. Das sind natürlich auch Systeme, die zunehmend auch von neueren Technologien durchdrungen werden. Und last but not least die Basisinfrastruktur natürlich, die Glasfaser, die wir in München ausgebaut haben. Das war ja auch ein Riesenprojekt. Wenn es um Infrastruktur geht, eben auch digitale Infrastruktur, dann kommt auch O2 Telefonica hier ins Spiel. Sie investieren ja auch ganz massiv ins Netz, die Firma O2 Telefonica. Kannst du ganz kurz erklären, warum ist das auch so wichtig, diese digitale Infrastruktur für Smart City? Ja, wir sind sozusagen die Lebensadern. Wir haben in München das zum dritten Mal in Folge das beste Mobilfunknetz. Da sind wir auch stolz drauf. Jeder Zweite in dieser Stadt nutzt unser Mobilfunknetz tagtäglich, egal ob in der U-Bahn, wo wir gute Fortschritte gemacht haben mit auch dem 5G-Ausbau im letzten Jahr. Aber insbesondere natürlich auch die Basisinfrastruktur, natürlich mehr und mehr auch die Vernetzung von Gegenständen, von Maschinen. Das heißt, nicht nur das mobile Nutzen, das wir tagtäglich kennen, sondern auch wirklich eine Stadt schlau zu machen, intelligent zu machen, viele Daten zu erheben und dann KI-gestützt natürlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen im Verkehrsmanagement, auch im Energiemanagement. Mehr und mehr Smart Meter werden vernetzt und sind elektronisch auslesbar. Also all diese Dinge spielen dann zusammen, um letztendlich Schritt für Schritt eine Stadt in Anführungsstrichen orchestrieren zu können. Das ist das Potenzial, was sich auch bietet dadurch, durch die Technologien. In welche ganz konkret investiert ihr denn? Und was sind dann auch Projekte, die ihr habt? Ja, das ist natürlich eine riesige Bandbreite von Technologien, die da im ICT-Bereich für uns relevant sind. Also ich fange mal an, Augmented Reality zum Beispiel ist gerade ein ganz spannendes Thema im Vertrieb. Oder IoT natürlich, gerade schon erwähnt, wo wir natürlich auch
Telefonica O2-Infrastruktur intensiv nutzen, IoT, also die Vernetzung unserer gesamten technischen Anlagen im Stadtgebiet, das automatische Einsammeln von Daten, aber auch gerade schon erwähnt, KI ist natürlich bei uns jetzt auch ein Riesenthema oder war es eigentlich schon länger. Die ganze Kraftwerkssteuerung ist KI-gestützt, die ganze Lastprognose für München, also Stromverbrauchsprognose ist KI-gestützt. Und jetzt kommt KI in immer mehr Bereichen bei uns zum Einsatz. Wir testen jetzt autonome Busse, wir überwachen automatisiert Schwimmbäder und so weiter und so weiter. Roboter kommen jetzt zum Einsatz in Kraftwerken. Also wir versuchen wirklich an allen Ecken und Enden diese Themen voranzutreiben, natürlich auch um den Fachkräftemangel entgegenzutreten. Und für uns spielen natürlich auch Technologien eine Rolle, die jetzt nicht unmittelbar mit Informations- und Kommunikationstechnologie zu tun haben. Also Geothermie zum Beispiel, technische Innovationen im Bereich Geothermie. Oder wir testen jetzt ein Supraleiterkabel in unserem Stromnetz. Mhm. Wir versuchen schon wirklich an allen Bereichen vorne mit dabei also zu sein. Also in allen High-End-Technologien mit drin. Wie kann ich mir das vorstellen? Augmented Reality zum Beispiel im Vertrieb. Wie wird das eingesetzt? Das wird momentan zum Beispiel eingesetzt für Wärmepumpen. Dass man mit Menschen, die eine Wärmepumpe sich an ihr Haus setzen möchten, dass man ihnen über Augmented Reality einblenden kann, wo steht die Wärmepumpe, wie sieht es dann aus. Mhm. Also die Leute können quasi in ihrem Garten rumlaufen und können das Haus so sehen mit der Wärmepumpe und können sich dann überlegen, wo sie sie gerne hinstellen möchten. Ja, und künstliche Intelligenz. Also was würden Sie sagen, ist die Technologie, die die Bürger am meisten erfahren, außer jetzt eine App auf dem Handy? Naja, also wenn die Zeit mal reif ist, die autonomen mobilen Busse, die werden natürlich etwas sein, die wirklich den ÖPNV nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne bringen. Also wenn ich über meine App sage, ich brauche jetzt einen Bus nach Hause, dann sagt mir die App, in 20 Minuten kommt einer vorbei, der hält da vorne in der nächsten Ecke, kannst einfach einsteigen und dann kommt der autonome Bus und nimmt mich mit. Ja. Das ist natürlich nochmal eine Riesenverbesserung. Da sind wir noch nicht, aber jetzt laufen wirklich vielversprechende Tests. Ja. Ich glaube, in ein paar Jahren werden wir da hinkommen. Und das geht nicht ohne 5G. Also autonome Busse ohne 5G ist nicht möglich. Du hast 5G gerade auch schon angesprochen. Ist eigentlich ja fast, kann man sagen, die wichtigste Technologie mit auch, oder? Um Smart Cities zu entwickeln. Was würdest du sagen? Was sind denn die vielversprechenden Anwendungen hier für digitale Städte? Also erstens natürlich die Leistungsfähigkeit von 5G, dass ich natürlich sehr performant und auch zuverlässig Daten transportieren kann. Nochmal ein ganz großer Unterschied zu den Vorgängertechnologien. Mhm. Was wir im 5G-Bereich sehen, ist insbesondere in der Fertigung mit 5G-Campusnetzen. Das heißt, die Industrie setzt immer mehr auf 5G. Aber natürlich auch die ganzen Sensoren, die wir jetzt ausrollen. Da brauche ich gar nicht immer unbedingt 5G, das geht auch schon mit 4G. Aber 5G wird insofern wichtig, weil ich natürlich hohe Datenmengen befördern kann und weil ich in einem Quadratkilometer 1 Million Sensoren oder Geräte steuern kann. Aber jetzt auch hier in industriellen Gebieten habe ich natürlich viele Sensoren, habe ich viele industrielle Anlagen auch. Und ich kann, wie gesagt, auf einem Quadratkilometer 1 Million Sensoren erstmal im Netz schalten, um zu sehen, was die tun. Ja. Roboter, Maschinen, andere Dinge, die ich messen muss, all diese Dinge. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil ich muss irgendwann alles mit Sensoren ausstatten, um letztendlich die Daten zu erheben, die ich brauche, um letztendlich auch die Vorteile aus der Digitalisierung zu ziehen. Ja, also das ist eine unglaubliche Komplexität auch mit dieser Anzahl an Sensoren und Daten, die es gibt und ganz neue Informationen, die man natürlich daraus auch ziehen kann. Welche Rolle spielt das auch? Und was würden Sie auch sagen, vielleicht auch für Unternehmen, die hier vor Ort sind? Ja, also in unserem Bereich, bei der Energie, ist es ganz offensichtlich, es ist ja klar, dass der Energiemarkt der Zukunft sehr, sehr dezentral ist. Also wir haben zigtausende von Einspeisern, wir haben zigtausende von Speichern verbaut im Netz. Verbraucher werden flexibler und so weiter. Und diese neue Energiewelt kann man natürlich nur steuern, ja, irgendwie durch eine riesige Vielzahl von Sensorik und Aktorik, die verbaut ist und die intelligent miteinander kommunizieren muss, damit insgesamt ein möglichst effizientes Gesamtoptimum entsteht. Ja, der Zuwachs an enormen Daten, das hast du schon angesprochen, verbraucht natürlich sehr viel mehr Energie. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, 5G, 90% weniger Strom pro Byte. Aber trotzdem stehen wir hier vor einigen Herausforderungen. Welche sind das und wie lösen wir die? Auch vielleicht mit Hilfe der Digitalisierung. Ja, genau. Also grundsätzlich muss man sagen, dass Deutschland wirklich rapide energieeffizienter wird seit einigen Jahren. Also der Zuwachs, der sicherlich aus dem Kommunikations- und IT-Bereich kommt, wird momentan mehr als überkompensiert durch Einsparungen in anderen Bereichen. Mhm. Also es ist nicht so, dass Deutschland jetzt im Stromverbrauch stark ansteigt, wie es manchmal vorhergesagt wird.
Aber klar, für uns als Stadtwerke ist die Aufgabe, wie immer der Stromverbrauch sich entwickelt, ihn eben aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Ich komme auch gleich nochmal auf den Energiemix zurück. Was würdest du sagen jetzt, diese Herausforderungen auch, was den Energieverbrauch angeht, der neuen Technologien? Bei uns im Netz ist es auch so, dass wir natürlich auch in den letzten Jahren signifikant auch auf 5G gesetzt haben. Das hat uns erst beim Puffer gegeben. Aber ich habe natürlich steigende Datenvolumen. Also ja. Das Datenvolumen steigt bei uns im Netz fast 50% pro Jahr an. Auch wenn jetzt ein Gigabyte mit 5G 90% weniger Strom verbraucht als mit 4G, habe ich natürlich irgendwann durch die Datensteigerung eine Überkompensation in der Hinsicht, dass ich wieder mehr Strom brauche. Aber auch hier haben wir in den letzten Jahren letztendlich KI im Netz eingesetzt. Ich muss nicht immer alle Frequenzbänder gleichzeitig schalten. Ich kann in der Nacht, habe ich eine ganz andere Last im Mobilfunknetz logischerweise als tagsüber. Also auch hier haben wir wirklich viele, viele Effizienzen gehoben, weil jede Megawattstunde, die ich nicht brauche, ist erstmal eine gute, um das Netz am Start zu haben. Aber klar ist, der Stromverbrauch im Mobilfunknetz wird tendenziell weiter steigen, weil wir mehr digitalisieren, mehr Daten durchschicken. Und das ist auch erstmal gut so, dass es da vorwärts geht. Aber klar, das muss man managen. Ja. Künstliche Intelligenz kann sicher einiges übernehmen, um hier effizienter zu sein. Nichtsdestotrotz, erneuerbare Energien sind eben doch auch noch mal eine andere wichtige Stellschraube. Und der Gesamtenergieträgermix der SWM bestand 2022 bereits zu knapp mehr als die Hälfte aus erneuerbarer Energie. Wie sieht denn der Weg weiter aus in den kommenden Jahren konkret? Also 2024, also dieses Jahr, rechnen wir damit, dass wir etwa 2/3 unsere Stromproduktion aus Erneuerbaren haben und etwa 1/3 aus Kraft-Wärme-Kopplung, also sozusagen ein Abfallprodukt der Fernwärmeerzeugung. Und wir werden damit, unser Ziel ist, bis 2025 so viel Ökostrom zu erzeugen, dass wir damit den Strombedarf von ganz München abdecken können. Da sind wir kurz davor. Ja, okay. Zusätzlich werden wir eben aus der Kraft-Wärme-Kopplung noch weiter aus Gas Strom erzeugen. Und 2040 wollen wir dann schon bei über 90% Erneuerbare sein. Und letztlich die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen irgendwann mal dann auf Wasserstoff umstellen. Wann das genau sein wird, ist aber heute noch nicht ganz sicher. Das ist ungefähr auch eine Linie mit euch, Markus. Ihr seid ja in dem Bereich auch schon sehr lange sehr aktiv. Das Jahr 2024 ist sehr jung. Ich möchte trotzdem schon mal einen Blick auf das Gesamtjahr werfen und dich auch fragen, was wünschst du dir denn für das Jahr? Was wünschst du dir auch ganz speziell für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Ja, einerseits natürlich stabile Rahmenbedingungen ist wichtig. Wir haben sehr viel Verunsicherheit, nehmen wir auch wahr. Aber klar ist, die Inflation sinkt erstmal weiter, hoffentlich. Das ist erstmal gut, dass auch die Arbeitslosenquote weiter auf einem sehr niedrigen Niveau ist, ist wichtig für das Land. Und dass wir stabile Rahmenbedingungen haben, dass wir die richtigen Entscheidungen in der Regulierung treffen. Zum Beispiel, dass die Frequenzen, die schon genutzt werden, dass die verlängert werden, damit wir noch schneller, noch mehr 5G ausbauen könnten. Wir haben eine Vision von flächendeckendem 5G in den nächsten Jahren. All das sind Dinge, die kann der Staat relativ kurzfristig entscheiden, um wirklich gute und sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir letztendlich dieses Trampolin, das wir tagtäglich bauen und besser machen, dass das jeder nutzen kann und dass auch andere Industrien von der Digitalisierung noch besser profitieren können. Was sind denn ganz konkrete politische Rahmenbedingungen, die du forderst, wo du sagst, das braucht es einfach? Ja, es braucht jetzt im ersten Halbjahr eine klare Entscheidung der Bundesnetzagentur, dass die Bestandsfrequenzen verlängert werden. In die sind Milliarden investiert worden. Aber wir könnten noch besser sein. Wir sind jetzt auf Platz 4 in Europa mit unseren Mobilfunknetzen. Aber wir könnten die Nummer 1 werden, wenn wir 5G wirklich flächendeckend ausbauen. Da liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Und ich hoffe auch, dass der so zeitnah letztendlich machbar wird. Und was ist das Ziel jetzt 2024 auch für O2 Telefonica, was Grünstrom angeht? Also wir sind ja fast schon bei 100%, aber für uns der nächste Schritt ist, wir haben langfristige Verträge unterschrieben, dass wir auch konkret aus Windrädern, die in der Ostsee gebaut werden, Strom beziehen, also sogenannte PPAs. Und da füllen wir bis auf fast zu 70% auf. Und die Verträge, die wir geschlossen haben, die kommen jetzt langsam ins Laufen. Also dass wir nicht nur Grünstrom kaufen, sondern dass wir auch ganz konkret wissen, wo kommt der Grünstrom her, wie wird er produziert, was passiert, wenn kein Wind ist, muss auch mit abgedeckt werden, weil gesurft und telefoniert wird immer. Also da sind wir sehr, sehr gut, aber wir wollen 70% haben wir abgedeckt und unser CO2-Ziel Ende 2025 CO2-neutral sein, da sind wir auch gut unterwegs. Was ist Ihre Vision für 2024, Ihre Ziele, was erwarten Sie? Ja, meine Hoffnung vor allem ist, dass die Großkonflikte und Kriege in der Welt eher zurückgehen, anstatt sich weiter zu eskalieren. Das hat uns ja doch auch im Energiemarkt sehr stark getroffen. Also ohne mehr Frieden und
Demokratie und Rechtsstaat in der Welt, wenn auch die Energiemärkte nicht zur Ruhe kommen. Also das wäre mein Ziel Nummer eins. Und für München geht es natürlich darum, jetzt die Wärmewende vor allem umzusetzen, also robustisch erste oder weitere Schritte zu unternehmen, um den Wärmemarkt in München völlig zu dekarbonisieren. Nachdem wir mit dem Strommarkt schon so weit gekommen sind, ist das jetzt die nächste große Aufgabe. Wunderbar, ganz herzlichen Dank an der Stelle für die Einblicke in die Projekte. Ich werde da auch gleich nochmal später dazu googeln, Augmented Reality, wie Sie das machen mit der Wärmepumpe. Das interessiert mich auch. Ich finde das super, wenn man sowas bildlich macht. Und das zeigt eben auch die Vorteile von Digitalisierung und natürlich auch, wie sie die Lebensqualität verbessern kann, aber eben auch Unternehmen und auch Verkehr in Städten und die Lebensqualität dort sehr viel effizienter gestalten kann. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, und zwar, wie ihr beide schreiben würdet anhand eines Emojis, was ihr sagt, wie Smart City die Lebensqualität tatsächlich verbessern kann. Was wäre das Emoji eurer Wahl, das das verbildlicht? Also meines wäre ein ganz entspanntes Emoji, weil eine Smart City ist ja eigentlich nur dann sinnvoll, wenn es die Lebensqualität der Menschen erhöht und wenn die Leute einfach sehr viel entspannter durchs Leben gehen können. Sehr schön, gut. Markus. Ja, ich würde mir ein Emoji-Netz wünschen, also ganz viele Emojis, um letztendlich die Vernetzung der Stadt zum Ausdruck zu bringen. Weil wir müssen auch viele Standorte auch bauen in Städten. Das wird immer schwieriger, neue Standorte zu finden, weil wir brauchen mehr Standorte, um noch besser vernetzen zu können. Also ein Netz mit ganz vielen Emojis würde ich mir an der Stelle heute wünschen. Ganz herzlichen Dank, und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute hier vernetzen konnten und darüber sprechen konnten, und wünsche ganz viel Erfolg für die Ziele, die Sie haben 2024, und herzlichen Dank fürs Zuschauen.